Hey ihr Lieben, ich bin's wieder. Ich bin heute mal ausnahmsweise drinnen, weil es nämlich ganz, ganz oberheftig regnet, aber das schon seit Tagen. Und deswegen dachte ich, mache ich mal drinnen. Ich muss immer wieder diese Kameraeinstellung mal gucken. Drinnen ein Video. Und ich hatte als Thema mir heute erdacht, das, was sich Heiden immer wieder und immer wieder und immer wieder anhören müssen von der Umwelt, von der Gesellschaft. Das sind verschiedene Sachen und dazu wollte ich einfach mal ein Video machen und vielleicht auch mal so hören, was habt ihr denn immer mal wieder so zu hören bekommen? Ja, warum mache ich dieses Video? Weil ich das ganz einfach sehr interessant finde, dass es immer wieder dieselben Sachen sind, also egal, wen man fragt, mit wem man so redet. Es sind immer dieselben Sachen, die man als Heide, wenn das dann bekannt wird, dass man Heide ist, von einigen Menschen zu hören bekommt. Es sind ganz neutrale bis weniger schöne Dinge. Ich fange doch einfach mal an. Das Erste, das wirklich Erste, was ich wirklich von jedem zu hören bekommen habe, als ich mit 13 angefangen habe, mich für Heidentum, Wicca, Hexentum zu interessieren, war, das ist nur eine Phase. Wart mal ab, wenn sie Ausbildung macht, wenn sie eine Arbeit hat oder sonst was, wenn sie einen Freund hat oder was auch immer. Das ist nur eine Phase. So, das kriegen wahrscheinlich die meisten zu hören, wenn sie in jungen Jahren anfangen. Nein, Leute, es ist keine Phase. Also vielleicht bei einigen. Ich will das nicht in Abrede stellen, dass wirklich einige das Heidentum praktisch nur aufnehmen, weil es sie interessiert, weil es gerade in ist, weil gerade irgendeine super Serie läuft oder sowas. Sei es jetzt wie damals Charmed gewesen zu der Zeit oder heute Vikings, was auch immer. Also bei mir zumindest, ich kenne sehr wenige, bei denen es wirklich eine Phase war. Bei mir war es nie eine Phase. Seit 20 Jahren keine Phase. Und das wird halt von den Leuten, glaube ich, meistens gesagt, weil sie dann meinen, das Interesse so ein bisschen abschwächen zu können oder das so ein bisschen lächerlich machen zu können. Das ist ja nur eine Phase und ich denke, daher kommt das. Das ist so das, was man als erstes zu hören bekommt, vor allem wenn man jünger ist. Dann kriegt man zu hören, ganz populär, wird auch langsam langweilig, du betest den Teufel an. Nein, das tun echte Heiden nicht, weil es den Teufel gar nicht gibt in unserer heidnischen Religion. Der Teufel ist etwas aus dem Judentum, aus dem Christentum. Und das Heidentum ist erstens mal weitaus älter und es schließt sowas wie den Teufel, den Satan oder sowas gar nicht in seine Mythologie mit ein. Also vollkommen andere Religion. Ich will nicht in Abrede stellen, dass es auch Menschen gibt, die sich Heiden nennen oder Hexen nennen oder wie auch immer, die dann so satanische Züge an sich haben. Also gibt's bestimmt, gibt überall irgendwelche Querschläger. Das nächste, was man sich in diesem Zusammenhang dann wahrscheinlich nachfolgend anhören darf, ist, ob man Tiere opfert oder überhaupt irgendwie Leben schädigt. Nein, tun wir nicht. Klar ist es so, dass im antiken Heidentum Tiere geopfert wurden, wobei man da auch wieder sehen muss, das Fleisch wurde dann an die Gläubigen verteilt. Also es war eigentlich nichts anderes als jetzt irgendwie Essen verteilen. Damals haben die Leute eben selbst geschlachtet, die meisten, und ja. Aber das tun wir heute nicht. Vielleicht gibt es welche, die das machen, aber die meisten tun es nicht. Ja, das nächste, was man sich anhören darf, ist wieder nachfolgend zu diesem Zusammenhang: bist gottlos? Ja, also wir sind schon. Wir glauben nicht an einen Gott, wir glauben an viele Götter, also sind wir göttervoll praktisch. Ja, irgendwie verbinden viele Menschen das Heidentum damit, dass man nicht an Gott glaubt. Natürlich glauben wir nicht an einen Gott, aber an viele Götter und Göttinnen. Und lustigerweise wurde mir von ganz vielen Menschen in der Familie vorgehalten, ich wäre Atheist, obwohl ich gesagt habe, ich bin Heidin. Wofür habe ich meinen Altar? Ne? Ich bete Götter an und nicht nur einen Gott. Und das hat lange gedauert, bis es verinnerlicht wurde, dass ich ja doch an Götter glaube. Auch wenn es mehrere sind. Das ist schon so eine ganz lustige Sache. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, du bist ein Heide, wenn du an nichts glaubst. Das ist Schwachsinn.
ganz einfach auszuräumen. Der nächste Punkt, was man auch öfter zu hören bekommt, ist, das ist ja eine Sekte. Also erstmal die Definition von Sekte ist ja die, eine Sekte ist eine kleine religiöse Gemeinschaft. Christentum war auch eine Sekte vorher. Sekte bedeutet einfach nur im Sinn, in dem ursprünglichen Sinn, eine kleine Glaubensgemeinschaft irgendeiner Art. Das war eine Sekte. Heutzutage hat ja Sekte so dieses manipulative Gehirnwäsche ausnutzerische Gruppierungen wie Scientology oder sowas oder andere, die eben Menschen irgendwie manipulieren, ausbeuten, isolieren, wie auch immer. Also wir Heiden, es gibt bestimmt irgendwelche Sekten, aber die meisten sind in keiner Sekte, die sind in Covens, die sind in Gruppen, die sind in Gemeinschaften. Es gibt überall schwarze Schafe, es gibt überall manipulative Menschen, aber die meisten Heiden sind in keinen Sekten. Nee, also, nee. Wie gesagt, es gibt viele Gruppierungen, die bestimmt sowas praktizieren, die dann von sich behaupten, sie sind Heiden, aber ich kenne jetzt keine. Ja, was darf man sich denn noch Schönes anhören? Ach so, wenn man zum Beispiel so ein Pentagramm trägt, wie ich immer trage, in verschiedener Form, dann darf man sich auch wieder anhören, man ist ein Satanist. Das Pentagramm ist ein sehr altes Zeichen, es wird immer gesagt, die Pythagoreer hatten das, die Ägypter hatten es schon viel vorher, die Etrusker hatten es auf ihren Wandmalereien, in ihren Gräbern. Also eigentlich muss man nur historisch ein bisschen forschen und heute im Internetzeitalter, um das eben widerlegen zu können. Na, also, klar, es gab dann so Hype-Zeiten, da haben es die Satanisten für sich beansprucht oder so, aber man kann ja jedes Symbol für sich beanspruchen in irgendeiner Gruppierung. Also von daher, also mir hat seit bestimmt 10, 15 Jahren niemand mehr gesagt, dass ich Satanist bin, weil ich ein Pentagramm trage. Die haben eher dann gefragt, was bedeutet das für dich? Was genau bedeutet dieses Symbol? Aber es kam nie so dieser Spruch, wie so in meiner Jugend, du bist ein Satanist und ich trage wirklich immer ein Pentagramm. Ne? Also ob das jetzt das hier ist oder das etwas kleinere. Ich habe es auch tätowiert. Also hat jetzt niemand seit 15 Jahren irgendwas in die Richtung mehr zu mir gesagt. Was kriegt man noch so zu hören? Ja, so Sachen wie der Teufel wird dich holen oder du kommst in die Hölle oder sowas. Aber das sind so Sachen, die habe ich wirklich sehr lange nicht gehört. Also wirklich, die waren in meiner Jugend so, da wurde man beleidigt und wenn man dann noch schwarz getragen hat, dann war man ja erst recht verloren. Und also ich wurde auch von irgendwelchen Christen angesprochen. Ich behaupte nicht, dass wirklich alle so sind. Ich habe auch Freunde, die sind Christen. Das ist mir egal, welche Religion die haben. Aber ich wurde wirklich von so Menschen angesprochen, die Christen waren. Auch in meinem Praktikum, das ich mal gemacht hatte, die mich dann bekehren wollten und ähnliches und meine Seele retten wollten. Also es war schon sehr skurril teilweise. Aber das sind so die Sachen, die meisten Sachen, so diese Top-Sachen, die man sich anhören darf. Ja, was habt ihr euch denn alles anhören müssen? Beziehungsweise, wie geht man dagegen vor? Also ich bin ja dafür, mit den Leuten zu reden. Ich bin ein kommunikativer Mensch. Ich bin dafür, darauf zu verweisen, dass man das ja alles nachgucken kann. Vor allem jetzt mit dem Internet. Muss einfach nur einen Suchbegriff eingeben. Ich bin so ein Mensch, ich diskutiere mit den Menschen. Ich frage die dann auch, was glaubst du denn? Was ist denn deine Religion? Natürlich hat man dann so aggressive Menschen teilweise, mit denen man nicht reden kann, aber das ist mir sehr selten passiert. Also die meisten waren dann sehr argumentationslos, als ich einfach erklärt habe, um was es geht. Ich muss es nicht verstecken, ich muss mich nicht dafür schämen oder irgendwas. Ich muss halt auch nicht aggressiv dagegen vorgehen. Man kann einfach den Leuten das so sagen, ob das jetzt kurz, knapp oder irgendwie in einem tieferen Gespräch ist, hängt ja vom Gesprächspartner ab. Ich bin immer dafür, Leute einfach mal aufzuklären, ganz normal zu antworten und das nicht alles so persönlich zu nehmen, weil man muss einfach davon ausgehen, es gibt einfach Menschen, die sind nicht so mit Informationen oder die haben kein Interesse, sich näher damit zu befassen. Die wollen es einfach nur für den Moment wissen und
Ja. Aufklärung rottet die Wurzeln allen Übels aus, nämlich die Dummheit. Ja, das war jetzt so meine Tops, was man sich so anhören darf als Heide. Mehr oder weniger immer noch. Also ich finde, die Welt ist viel offener geworden. Blöde Sprüche habe ich jetzt ganz lange nicht gehört. Also gar nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Und ich bin ja viel unter Menschen. Also ich musste mir jetzt seit bestimmt 10 Jahren keinen blöden Spruch mehr anhören über irgendwas. Und das hängt ja auch damit zusammen, dass wir hier so publik sind, dass viele auf YouTube sind, dass es in den Medien auch so ist, dass sich die Menschen auch einfach viel informieren, dass ja, viel einfach untergeht, was so diese Vorurteile gefördert hat. Also die Kirche geht ja langsam so ein bisschen zurück in ihrer Machtpotenz. Und ich denke, das ist für uns Heiden auch sehr gut, weil eben die Leute anfangen, ein bisschen mehr selbst zu denken und nicht irgendwem zu glauben, der da irgendwas erzählt. Also die Leute sind skeptischer und das kommt uns nur zugute. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und es würde mich mal interessieren, was ihr euch alles anhören musstet, als ihr, als euer Heidentum praktisch publik wurde, als ihr euch geoutet habt. Habt ihr euch überhaupt geoutet? Oder haltet ihr das noch geheim? Also das würde mich einfach mal interessieren, um so ein bisschen so einen Überblick zu haben, was haben andere denn so erlebt? So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.